Auch unangenehm ist es für diese Läuferinnen jetzt zu warten. Die 5000 Meter der Frauen. Helen Obiri ist die Frau, die es zu schlagen gilt. Die Kenianerin hat seit 2017 jedes große Rennen über 5000 Meter gewonnen. Sie ist Weltmeisterin, hat die Commonwealth Games gewonnen, Afrika Games gewonnen und zweimal hintereinander die Diamond League Trophäe. Constanze Klosterhalfen lief diese persönliche Bestzeit, deutscher Rekord in diesem Jahr, und sie möchte noch viel schneller laufen, wenn möglich so schnell wie ihre Trainingskollegin Sifan Hassan. Sifan Hassan, über 5000 Meter, die Europa-Rekordhalterin. Aufgepasst auf Agnes Cepet-Tirop. Die versteckt sich immer so im Feld drin und wir schauen meistens auf die anderen. Das ist Cepkoic übrigens, die Weltrekordhalterin über 3000 Meter Steeple. Sind wir auch gespannt, was sie uns zeigen wird. Aber diese Tirop ist sehr, sehr unscheinbar. Aber meistens auf den letzten 200 Metern taucht sie plötzlich auf und redet dann auch noch ein Wörtchen mit um den zweiten oder dritten Platz. Spannende Ausgangslage über 5000. Wird es ein schnelles Rennen werden? Klar, es hat Tempomacherinnen. Aber gehen die anderen mit oder wird es taktisch werden? Zwischen Obiri, Hassan, Klosterhalfen und Tirop und vielleicht auch noch Beatrice Cepkoic. Wer weiß. Schwierig zu sagen, wie stark die schnellste Frau über die Hindernisse über 5000 Meter flach ist. Also es wird eine schnelle Pace. So ist auch die Frau vorne angeschrieben. Das ist die Neuseeländerin Camille Buskamp. Sie wird schnell angehen, hat auch schon mal auf die Uhr geschaut, ob das jetzt auch so richtig passt. Sie will die ersten 800 Meter in 2:16 bewältigen. Warten wir ab, vor allem was die Konkurrentinnen machen. Ist ja eine Abschiedsvorstellung, 5000 Meter fällt aus dem Programm. Es gibt viel Opposition dagegen, vor allem aus den afrikanischen Ländern. Der Abschied der Männer schon vor einer Woche in Zürich. Also das heißt, es muss nicht mehr im Hauptprogramm firmieren. Die Meetings können nach wie vor auf einem 5000er setzen, allerdings quasi nicht zur besten Hauptsendezeit. Da fällt der 5000 Meter Lauf raus und auch andere Disziplinen stehen, sagen wir mal, zumindest auf dem Prüfstand. Werden wir heute Abend auch noch sehen, zum Beispiel Dreisprung. Ebenfalls wird hier spekuliert, dass diese Disziplin herausfallen könnte. Diskus ebenfalls. Und dann wurde lange eigentlich angenommen, dass der 200er rausfallen wird. Nur, jetzt hat die Welt einen Noah Lyles und der ist nun mal über die 200 stärker als über die 100. Und deshalb ist man sich in den Fachkreisen nicht mehr so sicher, ob der 200er tatsächlich gestrichen wird. Der gültige Versuch von Mirela Demireva, der Bulgarin, den bekommen wir eingespielt und blicken gleich auf das Klassement im Hochsprung der Frauen. Aber da ist jetzt noch nicht die Entscheidung angebrochen. Man befindet sich noch auf einer Höhe von 1,93. Das schafft doch die ein oder andere noch. Aber natürlich auch für sie absolut schwierige Bedingungen. Jetzt die absolute Top-Höhe darf man heute nicht erwarten. Auch nicht von Nafi Thiam. Ihr erster Versuch über 1,93. Ah, ganz leicht die Latte touchiert. Aber wichtig für sie im ersten die Höhe geschafft und deshalb ist sie jetzt definitiv zurück im Geschäft. Nachdem sie einen Fehlversuch hatte auf 1,89. Maria Lasitzkene. Sie strebt ihren 18. Sieg in Serie an. Nägel, ja, hat es vorne und hinten. Im Hochsprung. Und das war so etwas von locker bei Maria Lasitzkene. Wenn Sie denken, so 18 Mal in Serie zu gewinnen, wow, das ist viel. Nur so zum Vergleich, Kugelstößerin Valerie Adams hat 107 Mal in Folge gewonnen.
Valerie Adams möchte zurückkehren auf Tokio 2020 hin, ist noch einmal Mutter geworden. Der Zeitplan ziemlich eng. Mal schauen, ob die einzige Kugelstoß-Dominatorin dann wie geplant zurückkehren kann. Ein Kilometer ist durch in 2,56. Damit ist man nicht so schnell unterwegs, aber eben die Zeit heute spielt nicht eine allzu große Rolle. 1200 Meter in 3,33. Da sollte eigentlich diese Frau ganz vorne schneller das Rennen gestalten. Aber das ist uns wirklich jetzt völlig egal. Uns interessiert, wer heute gewinnt. Und das ist ein wichtiges Zeichen auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaften. Sifan Hassan hat in diesem Jahr Großes gezeigt. Große Resultate erzielt. Das ist Stefanidi. Ja, wenn ich es richtig gesehen wir habe. Sind wieder beim Stabhochsprung der Frauen. Dick eingepackt. Nicht ganz unbegründet, weshalb wir kenianische Langstreckenläufer gesehen haben heute, die bereits mit Mantel und Mütze unterwegs waren. Es ist frisch geworden. Es herrscht ein bissiger Wind in Brüssel. Also alles andere als optimale Voraussetzungen für die Siegerin von Zürich, für Sidorova. Angelika Sidorova im zweiten Versuch dann die 4,70 dennoch geschafft. Sandy Morris, die hier eine Sternstunde erlebt hat, als sie die 5 Meter überspringen hat können. 2016 war das, als sie das ganze Stadion für sich hatte. Heute mitten im Pulk. Es laufen zahlreiche Wettkämpfe parallel. Will sie das Stadion erneut für sich haben, muss sie sich hier steigern. 4,70 im zweiten nicht geschafft. Es bleibt eine Chance, um überhaupt noch drin zu bleiben. Und Taktgefühl haben nicht nur sie oben, welche das Publikum anfeuern, sondern auch sie unten, die ihre Runden laufen. Cirono, was macht die hier? Die trommelt eine richtig hohe Geschwindigkeit jetzt auf Kurz die Bahn. Ausgeschert vor allem. Cep Koec und Tirop sind hinter ihr. Sifan Hassan weit hinten im Feld. An viertletzter Position hält sich Sifan Hassan auf. Sifan Hassan, die in diesem Jahr bereits einen Weltrekord aufgestellt hat. Über die Meile. Aber über die 5000, da hat sie ihre Probleme gegen Helen Obiri. 4:0 steht es für Obiri gegen Hassan im Direktduell über 5000 Meter. Obiri, die bei der WM doppeln will, über 5000 und über 10.000 antreten möchte. Übrigens auch Sifan Hassan. Aber da fragt man sich schon, ob Sifan Hassan nicht ein anderes Double in Angriff nehmen soll. Und zwar die 1500 und die 10.000 Meter. Wäre auch möglich. Gutsius, ein Name, der für gute Weiten steht. Der Mann aus Litauen. Mit einem gültigen Versuch. 65,19 für Gutsius reiht sich damit auch noch vor Dacres ein. Also somit das Zwischenklassement im Diskuswerfen. Stahl vor Weisheidinger und Gutsius. Aber natürlich das Ganze eine Momentaufnahme. 3 von 6 Versuchen haben die Diskuswerfer absolviert. Auch für sie die Bedingungen nicht einfach. Mal schauen, ob wir hier wirklich noch einen 70-Meter-Wurf zu sehen kriegen. Wieder rüber zum 5000-Meter-Lauf. Immer noch Cirono ist vorne, Tirop an zweiter Stelle. Obiri Gidey aus Äthiopien und Klosterhalfen momentan mittendrin in diesem Feld. Sifan Hassan hat ein paar Positionen gut gemacht, ist jetzt gerade ein bisschen weiter hier. Hinten als Klosterhalfen, groß im Bild, Sifan Hassan mit dem grauen Stirnband. Cirono macht hier sehr viel Arbeit. Ja.
Und Beatrice Cepkoetsch hat sich bisher auch gut gehalten, hat jetzt aber ein paar Ränge verloren. Obiri kann viel arbeiten, das hat sie auch schon gezeigt, kann viel von der Spitze aus bestimmen. Hatte großes Pech in Stockholm, da ist sie gestürzt. Und es sind noch 2 Kilometer, respektive 5 Runden ins Ziel. Und mittlerweile ist bei Johannes Keller der Sieger über die 200 Meter, Noah Lyles, eingetroffen. Noah, you have both sprint titles. That is history. How does it feel to you? To me, it feels like running. to be honest, it's not really about the history, you know, just coming out here and trying to win and try to run faster than I did before. It started to rain just before your race. What were your thoughts? I mean, I've run in the rain tons of times. Some of my best times have come from the rain, so that didn't really bother me. So, but what about the time tonight? To be honest, I was just glad I made it through without using the bathroom almost. Oh, guys, I was trying to... This is crazy to talk about, but I was just trying to hold it in the whole time. Thank you. You're welcome. Ja, Noah Lyles, noch ein wenig durcheinander ist er nach diesem Rennen. Der Regen, der hätte ihn überhaupt nichts ausgemacht. Das sei er sich gewohnt. Und ja, über die Zeit, da sei es schwierig zu reden. Und er sei ja, sehr, sehr zufrieden. Und ja, Geschichte, das hätte ihn nicht so groß interessiert, hier zu schreiben mit diesem Double, sondern er sei nach Brüssel gekommen, um einfach schnell zu sein. Wir haben den Hochsprungversuch von Julia Levchenko gesehen, 1,93, geschafft im zweiten Versuch. Ohne Makel im Wettkampf bislang, einzig Maria Lasitz-Kehne. Nichts verpasst haben sie über die 5000 Meter. Man belauert sich weiterhin. Constanze Klosterhalfen läuft immer noch deutlich vor ihrer Trainingskollegin Sifan Hassan. Hassan an zweitletzter Position in diesem Feld. Klosterhalfen, die sagt, dass sie enorm profitiere, mit dieser schnellen Frau zusammen zu trainieren. Das tun sie ja sehr oft in den USA. Die beiden sind im Oregon Project, das von Nike gesponsert wird. Und, aber auch in der Schweiz zum Beispiel bereitet sich Klosterhalfen vor. Ist viel im Engadin anzutreffen, wie so manche Ausdauerläuferinnen und Läufer. Klosterhalfen, die einfach dank diesen Trainings den Glauben hat, gleich schnell zu laufen wie Sifan Hassan. Und sie hat gesagt, dass ihr Ziel irgendwann sei, unter 14,20 zu laufen. Und das wäre dann Europarekord. Das wäre schneller als Sifan Hassan. Heute steht dieser Europarekord jetzt nicht zur Diskussion. Aber jetzt wird es schneller und Klosterhalfen hat gut aufgepasst. Sifan Hassan muss jetzt nachführen, muss die Lücke zu den Top 5 schließen. Und das kostet ein erstes Mal viel Kraft. Gidey, Obiri, Tirop ist vorne, Cepkoetsch ebenfalls. Und das ist jetzt der große Nachteil gewesen von dieser Sifan Hassan-Taktik, sich hinten aufzuhalten. Und sie hätte eigentlich fast damit rechnen können, dass irgendwann die Tempoverschärfung erfolgen wird. Das ist jetzt schon 2,5 Runden vor dem Ziel geschehen. Gidey, Obiri, Klosterhalfen, Tirop, Kepkemboy und Hassan. Hassan ist wieder dran. Cepkoetsch hat den Anschluss verloren an die Spitze. Aber Gidey von der Spitze weg. Hassan kann eine enorm schnelle Schlussrunde laufen in Zürich. Klar, das waren keine 5000, das waren 1500 Meter. Da lief sie in 57,71. Eine Weltklasse. Schlussrunde von Sifan Hassan. Und sie bleibt jetzt dran an Gidey. Klosterhalfen hinter Obiri. Sifan Hassan ist an 4. Position. Tirop ein wenig zurück an 5. Stelle. Und wir gehen jetzt dann gleich hinein auf die letzte Runde. Klosterhalfen gefällt mir weiterhin sehr gut.
Gide hat viel gemacht, viel geführt. Ah, Klosterhalfen geht einen sehr weiten Weg in dieser zweitletzten Kurve. Das ist sicherlich nicht die optimale Taktik von Klosterhalfen. Trotzdem dünkt es mich, dass sie da noch über Kraftreserven verfügt. Bleibt sie jetzt an Sifan Hassan dran. Der Angriff von Sifan Hassan. Obiri ist nur Vierte. Klosterhalfen versucht, den Anschluss zu halten. Kann es aber nicht. Gidey ebenfalls nicht. Und Obiri ist vor allem geschlagen. Obiri wird ihren Titel nicht verteidigen können. Sifan Hassan vorne. Sifan Hassan extrem schnell. Ah, diese letzten zweieinhalb Runden, das ist Weltklasse gewesen. Es gibt am Schluss noch eine Weltklasse Zeit. Dank diesen letzten 1000 Metern. Extrem schnell Sifan Hassan. Sie verpasst ihren Europarekord, aber was war das für ein Schlussfeuerwerk, das sie gezündet hat. 14, 26, 27. Und dahinter Gidey wird Zweite. Klosterhalfen holt sich Platz 3. Und Helen Obiri wird nur Vierte. Die große Geschlagene heißt Helen Obiri. Ich habe es vor dem Rennen gesagt, alles hätte sie gewonnen über die 5000 Meter in den letzten zwei Jahren. Und Sifan Hassan feiert ihren ersten Sieg über diese Distanz gegen Obiri. Gidey, das hätte ich nicht gedacht, nachdem sie so viel geführt hat, dass die 21-jährige, erst 21-jährige Äthiopierin den zweiten Platz halten kann. Und Constanze Klosterhalfen mit 14, 29, 89 bleibt sie nur 3 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung. Ah, dieser 5000er, der letzte Kilometer, der war extrem schnell. Na, ich bin gespannt, über welche Distanzen sehr wahrscheinlich Sifan Hassan bei den Weltmeisterschaften antreten wird. Aber jetzt hat sie also gewonnen, nachdem sie ja schon in Zürich den Sieg geholt hat. Sifan Hassan, Ramadan hat sie zum Beispiel in diesem Jahr auch noch gemacht. Sehr religiös, Sifan Hassan. In dieser Zeit hat sie trotzdem Rennen bestritten und seit der Ramadan vorbei ist, ist sie einfach noch stärker, weil sie noch effizienter trainieren kann. Sifan Hassan gewinnt vor Gidey und Klosterhalfen. Obiri wird Vierte und wir machen eine kurze Werbepause.